LSD sollte wirklich jeder nehmen. Und deswegen bereitet euch vor. So, was machen wir jetzt hier? Und hier ist unser Honeymoon, denn wir haben geheiratet. Okay, wir sind in Kalifornien. Long story short, wir haben jetzt 8 Monate lang, wir haben richtig viel gearbeitet für Set und Setting. In diesen 2,5 Wochen soll vor allem Set und Setting nochmal komplett überdacht werden. Ist das wirklich das, was wir beitragen möchten? Oder könnte oder sollte sich Set und Setting und wir selbst auch in eine ganz andere Richtung entwickeln? Und deswegen haben wir auch diese Kamera hier. Vlogging Cam, wir sind Vlogger, genau, wir machen jetzt psychedelische Vlogs. Ja. Solche, die die Welt noch nie gesehen hat, die Bewusstsein kreieren. Wow. Und schauen wir mal, was daraus wird. Tschüss. Wir noch in der Natur gelebt haben, mit der Natur verbunden. Es serviert. Ja, wir haben es serviert. Lasst uns rein, ihr Schweine. Und ich brauche eine Kreditkarte. Okay, thank you. Das Witzige ist ja, wir sind jetzt da. Wir sind beide richtig am Arsch. Wir sind beide richtig krank, ey. Check, kannst du bitte woanders husten? So, die 2 kränkesten im ganzen Yosemite National Park sind hier gerade auf einer Wanderung. Die Waldluft tut gut, aber das Wandern ist schon mega anstrengend. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Du schaffst's. Was? Pause. So, endlich sind wir im Mirror Lake. Das hat in jedem Fall extrem gelohnt, würde ich sagen. Also guck mal, wie krass der auch einfach den Berg reflektiert. Findest du es eigentlich krank zu sein im Urlaub? Scheiße. Aber es kommt mir jetzt halt ein bisschen vor wie so ein Invalidenspaziergang. Na gut, dann humpeln wir mal weiter. Du bist Schildkröte. Tanz mal wie eine Schildkröte. Was? Jeder darf seine Substanzen auswählen. Außer alle, die etwas machen, was nicht Alkohol, Nikotin oder Koffein ist. Die nicht. Die nicht. Das sind ja Drogen. Isabel, was ist besser? LSD oder Pilze? Das kommt natürlich total aufs Setting an. Und wie findest du dieses Setting hier? Finde ich, ist jetzt eher so ein LSD-Setting. Ich finde ja, LSD ist für alles besser. Das überrascht mich nicht. Pilze sind schlecht. Siehst du den Schatten? Ja. Guck mal. Moskitos, die sind richtig schlau, sage ich euch. Die stechen einfach von unten durch. Die muss man auch von unten Spray auftragen. Was machst du? Ja, Sellerie. Sellerie macht mich gesund. Es hat heute irgendwo gebrannt. Am Parkplatz ist auch ganz viel Ruß auf den Autos. So, das ist hier der El Capitan. Hier ist mal jemand hochgeklettert. Und zwar ohne Seil. Es ist einfach so hochgeklettert. Das ist echt krank. So, jetzt sind wir in unserem nächsten Campingplatz angekommen. Isabel, wie findest du ihn? Ich finde es richtig geil. Ich finde es unerwartet groß. Isabel hat Haus gebaut. Komm, ich mach mal eine Roomtour. Also was auf jeden Fall cool ist, ist, dass es rechts und links die Taschen gibt. Das ist der Bärlocker. Und was ich ja total liebe,
das Essen zu sortieren und dann wieder ein System zu schaffen. Hier ist jetzt die Frühstücksecke, hier ist die Abendessenecke. Hier haben wir noch so eine Kühltasche gekauft. Aber mit dem Löffel geht es besser. Dann alles mit dem Löffel reinballern, ey. Schaufeln. Dylan! Son of a bitch. So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Abreise. Diese amerikanischen riesigen Bäume, komplett um uns, überall Eichhörnchen und Tiere. Hier wird jetzt Frühstück zubereitet. Gibt's Hafer, Schleim. Und danach geht's dann weiter nach San Francisco. Was ich übrigens immer wieder höre von Freunden, Verwandten. Ja, die USA, die Amerikaner, die mag ich nicht so, sind komisch. Finde ich mega interessant, dass genau diese Aussagen fast immer von Menschen kommen, die noch nicht in den USA waren. Die Amerikaner sind wirklich ein ganz eigenes Völkchen. Also die sind schon sehr speziell, sehr expressiv, sehr outgoing, sehr laut auch oft. Aber auch super freundlich und... So, ich war gerade von diesem monströsen Eichhörnchen da drüben abgelenkt. Was ja oft die Deutschen sagen, ist, dass die Amerikaner irgendwie oberflächlich sind. Aber witzig ist, dass das von den Deutschen kommt. Ist ja nicht so, dass in Deutschland alle ganz tiefe Verbindungen irgendwie haben, so vor allem fremde Leute. Die Amerikaner sind einfach sehr offen, was so Smalltalk-Kommunikation miteinander angeht. Und das macht so Spaß, weil irgendwie schafft es so das Gefühl von Verbundenheit. Es schafft so das Gefühl von, wir gehören zusammen, wir sind ein Volk. Und ich habe mir auch echt mal vorgestellt, hier länger zu leben. Also ich habe mal ein halbes Jahr hier gelebt, auch mal wirklich lange hier zu leben. Mal schauen, was in der Zukunft kommt. Schatzviech, hau ab. Diese Mücken, Alter. Das ist übrigens mein neues Hobby. Jonglieren. Habe ich vor ein paar Wochen angefangen. Ich brauche irgendwie immer was zu tun. Irgendwie muss immer irgendwo besser werden. Also einer meiner Top 5 Werte ist auch Fortschritt. Guck mal, Tinder. Ist das ein Lager oder was? Da müssen wir direkt mal hin. Eingeladen. Hier wird's crazy, Mann. Wie gefällt dir unser neues Airbnb? Nicht wie beim Zelten. Sieht gut aus. Sieht gut aus, Bro. Danke, ich fühle mich auch richtig geil. Jetzt machen wir einen Stopp. Ah, so der Balance ist. Ach so. Ja, schau. Oh oh. Das ist das denn? Creepy. Guck mal, Alter. What the fuck? Oh. Hey, jetzt sehe ich von hinten. Wie geht das? Hey. Oh, mich sieht man nicht. Also wenn man in den USA tankt, dann geht immer hier so ein Display an und es kommt Werbung. Isabel packt jetzt hier mal ein bisschen weiter noch. Das hat jetzt zu meinem geilen Handycard.
Also wir sind jetzt hier wieder nach stundenlanger Fahrt am nächsten Campingground angekommen. Ja, uns ist irgendwie aufgefallen, dass alles mexikanisch ist. Aber wir finden es richtig geil hier, vor allem ist hier mal ein bisschen wärmer. Hier sind so kleine Fliegen, die greifen mich die ganze Zeit an. Ich hoffe, die stechen nicht. Nee, ich glaube, die sind nur... Die nerven wirklich. Einfach nur hart. Also was ist schlimmer? Fliegen die ganze Zeit nerven? Guck mal hier, die fliegen ja einfach überall. Alter. Naja. Lieber das als irgendwelche Moskitos. Können. Und diese scheiß Fliegen, Alter, die gehen mir so in den Sack. Ich bin wohl hungrig, deswegen bin ich jetzt... Wie sagt man? Jetzt auch nicht! Also mein Geschmackstest ist... Also es schmeckt schon nach Essen, so. Also es schmeckt schon gut, irgendwie. Aber das Vanille ist einfach verwirrend. Ah, jetzt kommt jemand. Ah, jetzt gibt's Ärger. Sorry to interrupt your studio time. Are you blogging? Yeah. Yeah. Thousands of followers, I suppose. Yeah, but on another topic. We're doing other things, usually. But how can we follow you? What are you on, YouTube or Instagram? YouTube, yeah, but it's all German. Thank you. Thank you so much. You guys have a great time here. Jetzt hier gerade gefragt, was wir hier so machen, YouTube und so. Passiert öfters mal, dass die Leute fragen, was ist denn unser YouTube-Kanal? Oder was genau machen wir da? Dann kann ich euch mal googeln. Bei den Englischen kann ich dann noch sagen, ist eh auf Deutsch. Aber in den Deutschen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Normalerweise sage ich es auch, was wir machen. Ich sage dann aber auch oft so, ja, viel mit Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Weil genau das ist es ja. Psychedelika sind ja nur ein Teil davon, ein Werkzeug davon. Aber bei den Englischsprachigen, am besten guckt ihr gar nicht erst. Ich glaube, ihr würdet es eh nicht verstehen. Manchmal muss man andere schützen, wie bei den Drogenverboten. Manchmal muss man halt Drogenverbote machen, um andere zu schützen, die man gar nicht kennt. Ja. Und tschüss. Wir werden jetzt den Hitzemarsch durch die Wüste machen. Vorgestern habe ich geguckt, da stand irgendwas mit 35 Grad. Haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt, da hinten ist nämlich irgendwo so ein Fluss, da wollen wir jetzt hin. Nehmen natürlich diese Kamera hier mit und schauen mal, was uns so für Klapperschlangen auf dem Weg begegnen werden. Todesmarsch! Todesmarsch! Oh, bitte. Todesmarsch schon vorbei. War gar kein Todesmarsch. Ich sehe Wasser. Wasser. Wir kommen, wir müssen das Flusswasser jetzt trinken. Ja. Hier sieht das Wasser nicht so gesund aus, zugegeben. Hello. Hi. Are there any good swimming spots over there? And there's a really nice pool area over there, real private. Oh. Also gut, wir haben jetzt hier gerade den Tipp bekommen von diesem Mensch, der Steine aus dem Fluss in den Fluss wirft, dass circa eine halbe Meile in diese Richtung ein privater Flussspot auf uns wartet. Den werden wir uns natürlich jetzt anschauen. Zimmer links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. LSD sollte wirklich jeder nehmen. Jeder. Du, du und auch du. Wacht endlich auf! LSD ist die Lösung. Die einzige. Die Sinn macht. Doch, dieser Sinn wurde uns schon lange entrissen. Von diesen Menschen, der geheimen Elite. Und deswegen bereitet euch vor. Great Reset. Ist doch schön hier. Dann fällst du ihnen in den Rücken. Ja, genau so ist der Plan. Denn, ja, ich wollte es bei meinen bisherigen Videos jetzt nicht so ausdrücken, aber es ist die Wahrheit. Endlich, ich habe es jetzt gecheckt. Ich habe es jetzt gecheckt, ey. Ich habe es gecheckt. Ich habe es gechannelt. Wir müssen einfach mehr auf Psychedelika nehmen. Das wird uns langfristig retten. So, Ersatzakku ist hier wieder am Start. Sehr gut. Dann können wir jetzt weitermachen mit der Missionierung der Menschheit. Wenn es nicht wir machen, wer macht's dann? Die Welt ist verloren. Nein, nein. Ich würde am Ende immer mit dem Kugelos teilen. Die drehen komplett durch. Das stimmt. Jetzt ist es soweit. Du bist gegen mich. Sie ist gegen mich. Okay. Muss ich jetzt noch ein bisschen was Vernünftiges sagen, dass die Leute nicht denken, ich bin wirklich verrückt. Wichtigste Lebensmotto für mein Leben ist, das Leben einfach nicht so ernst zu nehmen. Es ist einfach ein Spiel. Schon manchmal scheiße, manchmal schwer. Manchmal ist man krank und denkt sich, oh mein Gott. Und dann ist es wieder schön und nice. Aber das gehört einfach dazu, wie in dem Spiel auch. Manchmal ist es nicht so nice, manchmal ist es cool. Warum lachst du jetzt? So wollte ich gerade meine gute Ansprache hier halten. Ich weiß gar nicht, wie man das so gut ausdrücken kann, dass das Leben ein Spiel ist. Kann man denen wirklich verständlich machen? Weil wenn du jetzt Menschen sagst, das Leben ist ein Spiel, dann denken die so, hä?
Es geht um nichts. Okay, Isabel macht das jetzt. Ist eigentlich scheißegal. Es geht einfach nur darum, mitzumachen. So, und du kannst auch gar nicht anders. Ich glaube, umso mehr man den Stock aus seinem Arsch zieht, umso mehr wird das Leben ins Spiel. Und umso mehr man den Stock in den Arsch rammt, umso weniger kann man wahrnehmen, dass das Leben eigentlich ein Spiel ist. Deswegen, Leute, lasst uns einfach versuchen, kollektiv den Stock aus dem Arsch zu ziehen. Als Deutsche müssen wir sowieso immer noch mehr machen. Also lasst das Leben einfach nicht so ernst nehmen. Es gibt kein Sequel zu dem Ganzen hier. Es gibt nur dieses eine Spiel, dieses eine Leben. Deswegen, lasst uns einfach nicht so ernst nehmen, das ganze Ding. Gut. Machen wir. Der Schatten, der ist richtig klar. Ab, 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 ab. LSD für alle. This is how the universe works. Jetzt weißt du es. Jetzt weißt du es nicht. Aua. Ich hab mein Dread eingeknickt. Keep left at the fork to stay on US 101. Probleme mit meinem Gedächtnis. Da bist du nicht der Einzige. Also da habe ich vor 5 Jahren das erste Mal 2CB genommen. Und hier in der Nähe auch das erste Mal Pilze genommen und LSD und ganz viele andere Sachen hier. Wir sind gerade hier in Los Angeles und hier habe ich studiert, Auslandssemester gemacht. Da habe ich das erste Mal Rick and Morty geschaut. Da haben wir so eine Bon gehabt mit richtig viel Cannabis und dann haben wir die komplette erste Staffel an einem Stück durchgeschaut. Mega breit und da habe ich mich auch wirklich in Rick and Morty gesehen. Das ist richtig geil. Hier hat quasi alles angefangen. Hier oben in dieser Wohnung. Früher, als ich noch ein bisschen mehr Muskulatur hatte, dann hier. Ich habe mich ganz easy entlang gehangelt. Guck mal, ob ich es immer noch kann. Jetzt musste man da so eine Siegespose machen. Gut. Ich möchte einfach mal wirklich schauen, was macht mir wirklich Spaß beim Video kreieren. Liebst vor der Kamera zu sitzen. Isabel ist ein Naturtalent. Ich liebe es, voll im Mittelpunkt zu stehen. Ich gucke einfach selber mega gerne Vlogs. Ich finde es einfach interessant, was Menschen so machen. Deswegen würde ich auch gerne mal machen. Gut, dann machen wir weiter. Bei Isabel noch zu holen ist.